Hallo zusammen, hier ist wieder Heutschela und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs und zwar wollte ich euch heute so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute wollen wir mal wieder ein paar Paragon-Kisten aufmachen. Ich war nämlich wieder mehr oder minder fleißig und habe die ein oder andere Kiste gesammelt und insgesamt wollen wir uns jetzt 5 Kisten anschauen. Ein paar sind aus Shadowlands und ein paar sind aus einer älteren Expansion und ja, ich würde sagen, gucken wir mal rein. Also ich habe einmal mit Main zweierlei Kisten. Ich habe einmal Truhe des erleuchteten Mittlers, so rum. Das ist die aktuelle hier aus Theramortis, da brauche ich noch den ein oder anderen Loot und dann habe ich noch die Vorräte der wilden Jagd. Keine Ahnung, wie viel ich von denen jetzt mittlerweile schon aufgemacht habe. Es fühlt sich an wie Hunderte. Naja, Hunderte werden es nicht sein, aber auf jeden Fall zweistelliger Betrag, würde ich mal behaupten. Und da brauche ich noch eine Soul-Shape-Gestalt raus. Mal gucken, ob ich die kriege. Und ja, mit dem Twink habe ich auch noch ein paar Kisten. Da werden wir aber dann nachher noch ein bisschen umloggen. Also, fangen wir mal an hier mit den Erleuchteten. Ah, was haben wir denn da? Die Soul-Shape-Gestalt, ja sehr schön. Das ist eigentlich das Wichtigste, was ich mit Main kriegen wollte, weil der halt Nightfee ist und ich mit dem die Soul-Shape-Gestalten alle gesammelt. Gut, die haben wir schon mal. Die können wir danach gleich mal abgeben gehen. Dann würde ich sagen, holen wir uns doch gleich noch eine Soul-Shape-Gestalt, oder? Nein, okay, oder auch nicht. Schade, schade, keine Soul-Shape-Gestalt drin. Die werde ich auf jeden Fall nachher gleich abgeben gehen. Dann würde ich sagen, loggen wir jetzt mal weiter. Und zwar habe ich auch noch 2 Kisten mit meinem Priester am Start. Und zwar sind es aber ältere Kisten. Ne? Mit dem Priester bin ich ja so ein bisschen mit den Rezepten am Sammeln. Und da gibt es tatsächlich auch ein paar Rezepte aus Paragon-Kisten, was ich jetzt nicht so ganz nice finde. Vor allem, dass es halt aus älteren Expansions ist, ne? Aber da machst du halt nichts. Und das sind einmal die Ankuana, also die Fraktion hier aus Nasjatar. Und das andere ist einmal Sturmsangental. Ich weiß gar nicht, wie die Fraktion da genau heißt. Und da werden wir uns jetzt mal die Kisten angucken. Während wir uns jetzt hier einmal einloggen, würde ich sagen, machen wir parallel aber noch die zweite erleuchteten Kiste, die ich offen habe, noch auf. Und zwar habe ich auf dem Hunter, hier auf dem zweiten Account, auch noch eine erleuchtete Kiste. Und ich hoffe, dass ich mit dem hier noch das eine oder andere rausziehe, auch an T-Mog. Und ich würde sagen, warte mal, ich kann euch auch mal zeigen, was ich overall noch brauche. Fahren wir hier mal drüber. Haben tue ich mittlerweile das Spielzeug, ne? Das habe ich ja, glaube ich, das letzte Mal 3-mal rausgezogen. Dann den Bauplan habe ich mit dem Hunter. Den würde ich gerne auf dem Main noch haben, der ist für den Mount. Die Geschichte ist halt, theoretisch wäre es egal, ich könnte es auch mit dem hier Twink herstellen und habe dann einfach das Mount auf beiden Accounts, ne? Aber es geht mir um die Quest, die hätte ich halt gerne auf dem Main, ne? Einfach so, um es zu komplettisieren. Was mir dann noch fehlt, ist quasi Erleuchter Datenforschung für Portale. Das ist für ein Ingen-Item, deswegen bin ich mit dem Priester, wo ich jetzt gerade auch einlog, quasi auch mit am Ruf hochfarmen. Der ist unter anderem Ingi. Und das Ding kann anscheinend nur ein Ingi kriegen, ne? Dann die Soul-Shape-Gestalt habe ich hier eben rausgezogen. Und dann sind es halt ewig viele von diesen T-Mog-Sachen. Mittlerweile habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6 T-Mog-Sachen. Ich habe mir, glaube ich, auch 1, 2 Maha gekauft, wo sie extrem günstig waren. Und was fehlt mir noch? 1, 2, 3, 4 T-Mog-Sachen fehlen mir noch. Da sind einige von den Dingern relativ teuer im Auktionshaus. Die anderen, die günstig waren, habe ich mir tatsächlich schon rausgekauft. Gut, dann würde ich sagen, gucken wir jetzt hier mal rein. Okay, was haben wir? Ich habe einen Rücken dabei, den ich noch brauche. Den können wir gleich mal lernen. Dann sind es jetzt nur noch 1, 2, 3. Es sind noch 2 Rücken und eine Waffe. Wobei ich jetzt nicht genau weiß, was das für eine Waffe ist, ne? Da müsste ich dann nochmal nachschauen. Gut, dann swappen wir jetzt auf den Priester. Da sind wir mittlerweile eingeloggt. Und ihr seht, auch bei dem bin ich jetzt bei den Erleuchteten bei 18.600 von 21.000. Also das sieht schon mal gut aus. Ich habe mit dem auch Ingi, aber tatsächlich nur für Burning Crusade geskillt. Wahrscheinlich, oder habe ich Shadowlands auch was? Ah doch, Shadowlands habe ich auch ein bisschen was geskillt. Okay, das musste ich dann wahrscheinlich auf Max skillen, um das Teil rauszukriegen. Ich habe hier für die verschiedenen Brillen, die man lernen konnte. Da muss man ja, ne, mit 4 verschiedenen Chars oder teilweise sogar mit mehr, mit den ganzen Rüstungsklassen einmal gucken, dass man dementsprechend Ingi so weit oben hat, dass man die halt fürs T-Mog lernen kann. Genau, deswegen war ich da ein bisschen unterwegs. Gut, also was haben wir jetzt hier an Kisten? Ich habe einmal, wie gesagt, die Ankuana-Kiste. Da kann einmal Glyphe Kältewelle rauskommen und dann habe ich einmal die Vorräte der Sturmwacht. Da kann einmal Glyphe Sturmwacht rauskommen und
Wenn ihr jetzt mal reinguckt bei den Glyphen, das sind so die letzten beiden. Ne? Das eine Horden-Ding, das kann ich leider nicht kriegen. Das kriegst du nur auf der Horde. Das habe ich mir tatsächlich auch mit meinem Twink schon geholt. Aber die beiden wären cool, wenn sie drin wären. Fangen wir mit der Anquana-Kiste an. Nice, da ist einfach das Rezept drin. Nie wieder Anquana-Ruf farmen. Sehr schön, heute läuft's. Ich habe heute schon ein paar seltene Sachen gekriegt. Und dann Vorräte Sturmwacht. Da war leider nichts drin. Heißt, die Sturmwacht muss ich weiter farmen. Aber die Anquana fallen damit schon mal raus und ja, dann brauche ich die schon mal nicht mehr machen. Gut, dass ich heute schon Anquana Dailies gemacht habe, um den Ruf zu farmen, aber jetzt ist es da nur noch diese eine Glyphe. Es war noch eine andere hier drin, die ich aus Dings kriegen kann, aus Eternal Palace, und die habe ich heute auch tatsächlich bekommen. Bin heute schon ein paar verschiedene Schwierigkeitsgrade Eternal Palace durchgegangen, ne, nach irgendwie, ich glaube 10 Wochen mache ich das jetzt mittlerweile, auch das bekommen. Aber du, das freut mich, Soul Shape ist eine wichtige Sache, Glyphe ist eine richtig wichtige Sache, da fällt schon mal das ein oder andere weg. Und ja, das war auf jeden Fall ein erfolgreiches Opening, hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal, ciao.